Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen. Herr Professor Dr. Mädling, am kommenden Mittwoch lädt der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern zu der Tagung Heimat, Natur, Umwelt in die Viehhalle nach Güstrow ein. Was ist das Anliegen dieser Veranstaltung? Ja, wir schlagen mit dieser Veranstaltung einen Bogen zwischen der Heimat und der wunderschönen Natur in Mecklenburg-Vorpommern. Wir wollen erreichen eine Identifikation, eine Verbundenheit mit unserem Land, mit der Heimat der Menschen, die hier leben, auf der Basis unserer wunderbaren naturräumlichen Ausstattung. Und wir wollen damit alle erreichen. Für die Vormittagsveranstaltung wurden Impulsreferate angekündigt. Wer spricht da zu welchen Themen? Ja, wir haben drei sehr renommierte Referenten. Zunächst Dr. Wölfel, der einmal für Artenschutz im Landesamt für Umwelt, Naturschutz und Geologie zuständig war. Er spricht über die naturräumlichen Ausstattungen in Mecklenburg-Vorpommern. Ihm folgt Professor Pulkenhardt. Er ist Landschaftsarchitekt und er spricht über die Kulturlandschaften in Mecklenburg-Vorpommern, Parke und anderes. Und ein dritter Referent, Professor Behrens von der Fachhochschule in Neubrandenburg. Er spricht über Natur und Heimat, über diesen Zusammenhang, auch historische Zusammenhänge wird er darstellen. Und am Nachmittag gibt es dann Workshops? Ja, wir werden es auf der Basis dieser einführenden Referate und Stellungnahmen aus verschiedenen Bereichen der Politik und der Verbände sprechen über verschiedene Aspekte. Der erste Aspekt ist, was können wir tun, um auf der Basis von Natur und Umwelt in Mecklenburg-Vorpommern die Heimatverbundenheit zu stärken? Welche pädagogischen, erzieherischen Bildungsaufgaben gibt es? Wer kann was leisten? Das ist der eine Komplex. Und der zweite ist, wir wissen ja, der Begriff Heimat ist aktuell in der Debatte und wir wollen auch Auseinandersetzungen haben mit Fragen, die in diesem Zusammenhang entstehen, die nationalistische, rassistische Vereinnahmung des Heimatbegriffes. Dort wollen wir Akzente setzen, da wollen wir auch Überzeugungsarbeit leisten, wollen wir Argumente darstellen. Also diese zwei Workshops sollen die Quintessenz aus den verschiedenen Vorträgen ziehen. Ja, ich hätte noch zwei Fragen, Herr Professor. Und zwar im vergangenen Jahr hat der Heimatverband Mecklenburg-Vorpommern zu einer Ideenfindung eingeladen. Es sollten Vorschläge für eine Hymne für Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet werden. Was ist aus dem Projekt geworden? Ich danke Ihnen für die Frage, weil ich dann Aktuelles mitteilen kann. Es hat 150 Bewerbungen gegeben, Einsendungen mit Vorschlägen für die Hymne, also Lied und Text. Eine Fachjury hat daraus dann die Werke ausgewählt, die grundsätzlich dafür in Frage kommen, also vom Text her, vom Musikansatz, die in Frage kommen. Und die Jury, die dann die endgültige Entscheidung treffen wird, trifft sich im nächsten Monat in Güstrow und wird anhand dieser Vorschläge dann weitere Präzisierung vornehmen. Es ist geplant, dass etwa 5 Vorschläge dann in die engere Wahl kommen. Dort werden dann die Bearbeitung, die Arrangements eingesetzt. Und es soll im Jahr 2019 dann eine öffentliche Veranstaltung geben, hoffentlich von Rundfunk und Fernsehen begleitet, wo dann die endgültige Entscheidung aber durch die Zuschauer und Zuhörer getroffen wird. Wir wollen, dass die Menschen in Mecklenburg-Vorpommern entscheiden, was und wie die Landeshymne in Zukunft aussehen soll. Denn wir haben noch keine Landeshymne. Wir haben eine für Mecklenburger und eine für Vorpommern. Und wir wollen aber eine Hymne für Mecklenburg und Vorpommern haben. Ja, und zweitens, in unserer neuen Bundesregierung gibt es ja im Innenministerium jetzt ein Heimatressort. Das ist doch eigentlich eine gute Nachricht für den Heimatverband, oder? Ich glaube eher nicht, denn zumindest das, was uns bekannt geworden ist, besteht das Streben in diesem Ministerium mehr darin, die Heimat vor Flüchtlingen zu schützen. Und dort haben wir einen anderen Einsatz. Wir möchten die Flüchtlinge, die zu uns kommen, die wegen Krieg, wegen Erpressung, wegen Vertreibung aus Not zu uns kommen, die möchten wir offen aufnehmen und wir möchten dazu beitragen, dass sie in Mecklenburg-Vorpommern ihre zweite, ihre neue Heimat finden. So wie meine Mutter ihre Heimat hier gefunden hat, die 1945 aus Bessarabien hierher kam, übrigens gemeinsam mit 900.000 anderen Flüchtlingen, die gemeinsam mit den 900.000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern dieses Land aufgebaut haben. Und wir wollen diejenigen, die zu uns kommen, einladen, weiterhin sich zu beteiligen am Aufbau dieses Landes.
Danke, Herr Professor, für das Gespräch und für alle Interessenten nochmal der Hinweis. Am kommenden Mittwoch gibt es die Tagung Heimat, Natur, Umwelt in der Viehhalle in Güstrow. Es beginnt um 9 Uhr und die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Nachgefragt, das aktuelle Interview mit freundlicher Unterstützung der AWG Güstrow. Ein Zuhause für alle Generationen.